Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht wisst, sind viele Zimmerpflanzen für Katzen giftig. Eine Liste mit allen giftigen Pflanzen findet ihr auch in meinem Blogbeitrag Gefahren im Haushalt auf haustiertest.de. Ich möchte euch heute jetzt aber eine Alternative für das ganze Grünzeug zeigen. Und das ist Zorro, gib mal kurz her, schau mal, Katzengras. Katzengras ist vollkommen ungefährlich. Und ja, wie ihr seht, schmeckt es den Katzen auch wunderbar. Die verschlucken dann diese ganzen grünen Halme hier. Und was danach passiert, ist ein bisschen unappetitlich, aber für die Katze wirklich perfekt. Die Katze wirkt nach dem Verzehr von Katzengras Haarballen aus. Diese Haarballen haben sich im Magen gesammelt. Zum Beispiel bei der Fellpflege schlägt sich die Katze ab, die Haare wandern mit in den Magen und ja, da sollen sie eigentlich nicht bleiben, vor allen Dingen, wenn sie dann verklumpen, das ist gefährlich. Und ja, Katzengras hilft dann, dass diese Haare in Ballen wieder rausgewirkt werden. So, dann darfst du jetzt mal hier weiterfressen.